Ich möchte Ihnen dieses kleine Gemälde des ostpreußischen Malers Lovis Corinth vorstellen. Es heißt Im Kuhstall und wurde 1879 von Corinth gemalt. Da war er gerade mal 21 Jahre alt. Dieses Frühwerk weist auf die bäuerlich geprägte Herkunft des Künstlers hin. Der berühmte Maler wurde 1858 in Tapiau, einem kleinen Landstädtchen in Ostpreußen, als Sohn eines Landwirts und Gerbers geboren. Tapiau heißt heute Gwardeisk und ist eine Stadt in der russischen Oblast Kaliningrad. Das Gemälde zeigt den Blick in einen niedrigen Kuhstall. Oben Deckenbalken, links eine Holzstütze, daneben eine schwarze Kuh von hinten betrachtet. Mittig etwas schräg stehend eine schwarz-bunte mit vorgestrecktem Hals, den Kopf der anderen zugewandt. Zwischen den Tierköpfen scheint das Mauerwerk rot-braun. Das Bild entstand noch in der Zeit, als Corinth junger Student an der Königsberger Kunstakademie war. Sein großes Talent wurde bereits deutlich, aber welche Berühmtheit der junge Maler einmal erreichen würde, war damals noch nicht abzusehen. Lovis Corinth gehört heute neben Max Liebermann und Max Levogt zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Als Bildvorlage für den Kuhstall diente höchstwahrscheinlich der Stall des Onkels Friedrich, der selbst Bauer war. Dieses Porträt von Ohm Friedrich entstand 1900 während eines Besuchs des Künstlers bei seinem Onkel in der Heimat bei Tapiau. Sowohl Ohm Friedrich als auch das Gemälde im Kuhstall hingen zeitlebens in Corinths Atelier. Sie gaben ihm fern der Heimat ein Stück Zuhause und auch etwas Beruhigendes, besonders in der hektischen, lauten Großstadt Berlin, wo er später lebte und arbeitete. Beide Bilder befanden sich bis 1987 im Besitz der Familie Corinth, zuletzt bei der Tochter Wilhelmine in New York. Ihr Wunsch war es, gerade diese Gemälde, die Corinth sein Leben lang begleiteten und die ihn mit seiner Heimat verbanden, in die Sammlung des Ostpreußischen Landesmuseums zu geben. Sie wurden von der Bundesregierung für das damals neu angerichtete Museum in Lüneburg angekauft. Gerade jetzt in der Adventszeit mutet das kleine Gemälde im Kuhstall an wie der Stall von Bethlehem. Nach christlicher Tradition wird an Weihnachten die Geburt Christi gefeiert. Es gilt auch als Fest der Liebe und Geborgenheit zu Hause und in der eigenen Familie.